Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einem weiteren Video. Sunwell hat nun schon ein paar Tage mehr auf dem Buckel und wir wollen uns heute mal anschauen, ob der Schwierigkeitsgrad das gehalten hat, was versprochen wurde. Daher springen wir in die Statistiken, um unter anderem herauszufinden, wie schwer sind die Bosse wirklich, wie verhält sich der Raid zu denen der anderen Phasen und was für Nerfs kommen da eigentlich noch so auf uns zu. Wenn ihr Lust auf mehr WoW-Inhalte habt, Videos gibt es regelmäßig, daher lasst für mehr gern ein Abo da. Nun aber zu unserer Sunwell-Analyse. Also, womit fangen wir an? Zuallererst müssen wir mal schauen, wie viele Leute sind in dem Content überhaupt noch aktiv. Daher werden wir, bevor wir weiter ins Detail gehen, uns kurz anschauen, wie haben sich die Spielerzahlen entwickelt. Das machen wir wieder anhand der Logs. Und zwar schauen wir uns hier konkret die Logs aus der ersten Woche der jeweiligen Phase an. Was wir hier sehen, sind die Logs ohne PvP. Das heißt, hier haben wir wirklich rein nur die Raids. Wir sehen also, dass in der ersten Phase 3 Woche ca. 310.000 Logs produziert worden sind. Vergleichen wir das jetzt mit der ersten Sunwell-Woche, sehen wir hier, dass 285.000 gemacht wurden. Das heißt, wir haben hier knapp 8% weniger Logs. Ist natürlich jetzt schwierig, da WT relativ Twink-freundlich war, beziehungsweise man sich auch mit kleineren Gilden halt einfach zusammenschließen konnte, um den Content da relativ einfach zu machen, zumindest die ersten Bosse. Und in der ersten Sunwell-ID werden wohl nicht so viele mit Twinks da reingehen, aber wir behalten die 8% erstmal im Hinterkopf für die folgenden Statistiken. Dann springen wir zum bestimmten Schwierigkeitsgrad. Dazu schauen wir uns als erstes an, wie viele Gilden haben in den ersten 7 Tagen die Instanz Clear. Ich nehme hier 7 Tage, weil Blizzard den Content nicht zum Mittwochsreset rausgehauen hat, sondern halt erst in der Nacht von Donnerstag auf Freitag. Wir könnten hier rein theoretisch auch 5 Tage nehmen oder 14 Tage, ist eigentlich relativ egal. Hauptsache wir nehmen hier bei BT und Tial den gleichen Maßstab. Wie gesagt, ich habe jetzt erstmal 7 Tage angesetzt. Dazu schauen wir uns mal das hier an. Wir sehen, wir haben 2245 Einträge bis zum Ende vom 19. Mai. Das ist in unserer Rechnung der Stichtag. Heißt, 2245 Gilden haben Sunwell innerhalb dieser 7 Tage clear gehabt. Jetzt machen wir mal einen Schwenker auf BT und Tial. Mal davon abgesehen, dass die Instanzen natürlich in unterschiedlichen Plätzen waren und daher ein bisschen schlechter zu erreichen, haben aber trotzdem ganze 5799 Gilden den Phase 3 Content in der ersten Woche clear gehabt. Und damit mehr als 2,5 mal so viel wie Sunwell. Selbst wenn wir davon ausgehen, dass die fehlenden 8% Spieler nun alle Sunwell in der ersten Woche clear gemacht hätten, was natürlich sehr unwahrscheinlich ist, sehen wir, dass für die Spitze der Raider es 2,5 mal so schwer ist, um ein ähnliches Ergebnis zu erhalten. Finde ich persönlich erstmal sehr angenehm. Generell hatten in den ersten 7 Tagen 16% der Gilden, die bisher einen Boss in Sunwell tot haben, auch KJ tot. Nach der zweiten Woche sind wir bei ca. 29%. Problem an den Zahlen ist, dass sie nicht die Leute beinhalten, die noch keinen Boss tot haben. Wenn ich mir zum Beispiel den 25. Mai herauspicke, sehe ich, dass hier knapp 90 Gilden dazugekommen sind, die bei 1 von 6 stehen. Daher wird es noch einige geben, die diesen Boss noch nicht tot haben und diese tauchen in dieser Statistik nicht auf. Wenn man sich jetzt das Verhältnis von den Gilden anschaut, die BT und Tial clear haben und das gegen die Gilden rechnet, die bisher Bosse in Sunwell umgehauen haben, würde man auf 35% Gilden kommen, die es nicht geschafft haben, einen Boss in der neuen Phase zu töten. Leider kann man die Zahl nicht für voll nehmen, da Warcraft Dogs für jede neue Gilde einen Eintrag anlegt. Sprich, wenn sich 25 Ein-Mann-Gilden, die vorher noch gar keinen Boss gemacht haben, zusammentun, um in BT oder Hial Bosse umzuhauen, haben wir 25 neue Einträge. Es wird noch mehr als genug Gilden geben, die keine Sunwell-Boss-Kills haben. Aber so kommen wir leider nicht an akkurate Zahlen. Trotzdem vielleicht mal interessant zu wissen. Gut, aber schauen wir uns doch mal die Gilden dazwischen an. Das hier ist so ziemlich die Lernkurve von den einzelnen Bossen 2 Wochen nach Start. Wir haben hier ca. 14.000 Einträge von Gilden. Dabei haben 29% der Gilden den Raid clear, 10% von den 14.000 hängen noch bei Kil'jaeden, 24,5% bei Muru, 13% bei den Twins, 9,5% bei Fellmist und 14% vor Brutalus haben also nur Kaligos down. Was wir hier sehen, ist, dass der größte Showstopper eigentlich Muru ist, denn 4 von 6 Bossen haben doch so einige Gilden, aber Muru ist dann eher so eine Wand. Besonders deutlich wird dies allerdings in dieser Statistik. Was sehen wir hier? Wir sehen, wie viele Vibes bzw. Kills es bei den jeweiligen Bossen in den letzten 2 Wochen gegeben hat. Und hier sehen wir, dass bei Kaligos nur 15,3% aller Versuche in einem Kill geendet sind. Alles andere waren Vibes, das heißt für Kaligos brauchen die Leute aktuell durchschnittlich 6,5 Versuche. Natürlich schaffen es dabei Gilden im ersten Versuch und andere brauchen 20 Anläufe, aber im Schnitt sind es eben 6,5. Und anhand dieser Formel bestimmen wir jetzt mal den Schwierigkeitsgrad der einzelnen Bosse. Der nächst einfachere Boss ist Fellmist bzw. Teufelsruch. Hier brauchen die Leute durchschnittlich 7,9 Versuche für einen Kill. Ihr seht, hier steht nicht der zweite Boss, also Brutalus. Das heißt, sobald ihr den dicken Grubenlord ausgeschaltet habt, kommt erstmal ein leichterer Boss auf euch zu. Weiter geht's mit den Eredar-Zwillingen. Hier sind wir bei knappen 11 Versuchen pro Kill, also schon ein Stückchen höher.
Dann kommt jetzt hier unser aller Lieblingsboss Brutalus und dieser hat 11,5 Versuche pro Kill und ist damit auf Platz 4 der ekligsten Bosse in Sunbell. Dann haben wir hier Kayot und damit den Endboss des Raids mit 19,5 Versuchen bis zum Kill. Ihr seht also, für die Masse ist hier nicht der Endboss vom Raid wirklich das Problem. Denn zu guter Letzt haben wir den schwierigsten Boss und das hier ist Muru mit durchschnittlich 33 Versuchen, bevor der im Dreck liegt. Man muss hier bedenken, dass viele der Gilden die Bosse entweder auf dem PTR oder gegebenenfalls auf Privatservern bereits mehrfach geübt und getötet haben. Das sind natürlich nicht alle, aber trotzdem haben wir hier einen gewissen Schwierigkeitsgrad, auch für diese Leute. Gut, machen wir nochmal einen Schwenker zu BT und Hial. Hier seht ihr einen Graph der Top 4 Bosse, die am meisten Tries in der gleichen Zeit benötigt haben. Heißt, auch hier schauen wir uns den Wert mal nach 2 Wochen an. Und dann sehen wir, dass Illidan am meisten Versuche benötigt hat. Ist jetzt nicht wahnsinnig überraschend. Allerdings kommen wir hier auf einen Wert von 18,1%. Das heißt, 18,1% aller Versuche war am Ende ein Kill. Und damit ist Illidan immer noch schneller tot gewesen als der einfachste Boss in Sunbell. Das wäre wie gesagt Caligos mit 15,3%. Also ich denke, das ist nun ziemlich deutlich geworden, dass jeder Boss in Sunbell zumindest im Durchschnitt schwerer zu sein scheint als die schwierigsten Bosse vom letzten Raid. Aber eine Sache will hier noch erwähnt werden, denn nach Muru kommt ein Boss aus einer anderen Instanz, um den zweiten Platz der schwersten Bosse einzunehmen. Denn Lady Vash kommt auf 4,3% der Tries, die in einem Kill geendet sind, und damit nur kurz hinter Muru. Es haben wahrscheinlich schon viele verdrängt, aber ungenervt konnte sie den Raid ziemlich die Hölle heiß machen. Klar, man hat auch einen echt langen Weg zu ihr nach einem Vibe gehabt, aber der zweite Platz hier ist durchaus berechtigt. Und der Vollständigkeit halber, danach kommt Kil'jaeden mit 5,1% und danach kommt Kel'Thas mit 7,4%. Gut, da wir nun wissen, dass Sunbell den ein oder anderen Raid auf dem Gewissen hat und auch mittelfristig weiterhin haben wird, schauen wir mal, was Blizzard noch dagegen tut. Im Grunde sind es nicht viele Sachen, die geändert werden, aber dafür umso massiver. Der kleinere Nerf betraf eigentlich nur Muru, denn in 2.4.3 wurden seine HP schon mal um 10% verringert und die Berserker bzw. Magier, die in der ersten Phase dauerhaft kommen, haben auch entsprechend HP verloren. Das hat den Kampf schon ein gutes Stück einfacher gemacht. Es gab auch ein paar wenige Änderungen an Kayot, aber dort wurden jetzt nicht an den HP- oder Schadenzahlen gedreht. Hier waren es Änderungen, wie dass die Spiegelbilder in den Übergangsphasen nun unterbrochen werden können und die Jägerspiegelbilder zum Beispiel kein verbessertes Zurechtschutzen mehr machen. Außerdem wartet der Boss jetzt länger, bevor er nach einer Dunkelheit die Flammenpfeile verschießt. Der wirklich dicke Nerf war dann ein Patch weiter, mit 3.0.2. Dies war der Lichtking Pre-Patch und hier wurden zum einen die HP der Bosse um 30% reduziert, aber auch der Auto-Hit-Schaden, den die Bosse machen, wurde angepasst. Außerdem hat man mit dem Patch auch die neuen Lichtking-Talente gehabt, was für den einen vielleicht eher ein Nachteil war, aber für viele andere ein großer Vorteil. Zusätzlich gab es das komplette Balancing vom nächsten Addon, was allgemein recht stark für die noch aktuellen Bosse war. Aber dies werden wir wahrscheinlich nur 3 oder 4 Wochen so haben. In einem Interview mit Holly Longdale, Executive Producer von WoW, wurde bereits fallen gelassen, dass im Juli oder August die Beta zu WoTLK kommen soll. Von daher sind eventuell die Nerfs gar nicht mehr so weit entfernt. Aber schauen wir erstmal, was die nächsten IDs so bringen. Okay, das war's mit meiner Zusammenfassung vom Schwierigkeitsgrad in Sunbell. Bis hierher mein persönliches Highlight in WoW Classic, auch wenn ich die Blutelfenarchitektur nicht so sehr mag. Dafür schaue ich mir dann umso lieber die Bosse an. Seid ihr auch schon durch mit dem Raid oder beißt ihr euch noch die Zähne bei dem einen oder anderen Boss aus? Statistisch gesehen haben ja noch einige Leute recht viel zu tun. Bis dahin, ich danke fürs Zuschauen, viel Spaß und Erfolg noch in Sunbell und wir sehen uns dann vielleicht auch beim nächsten Video.